Schönen guten Tag und herzlich willkommen für alle, die bisher im Stream nicht bei gewesen sind. Gregors Gaming Gyros ist wieder angesagt und wir schauen heute kurz rein in Ys 6 The Ark of Napishtim, ein Action-Adventure. Ich gucke mal, wo meine Fernbedienung ist, damit ich für mich ein klein wenig lauter machen kann, den Ton. Ich hoffe, dass er bei euch vernünftig dann zusammen abgemischt ankommt. Ein Action-Adventure, was es ursprünglich im Westen nur PS2 und PSP gegeben hat und auf dem PC zwar auch existiert hat, aber nur in einer Japan-exklusiven PC-Fassung, die auch nicht so besonders vernünftig lauffähig war. Die wurde jetzt von dem Publisher Exceed auf Steam nochmal aufgebürstet mit 16:9, mit 60 Frames und so weiter. Und ja, ich steige einfach mal ein und wir spielen ein kleines bisschen und ich glaube, da könnt ihr am ehesten absehen, was das Spiel denn so anmacht und wie es gut funktioniert. Es sollte von den Einstellungen aus her übrigens auch möglich sein, dass ihr die 60 Frames, ich hoffe, einigermaßen ruckfrei mitbekommt, wenn es denn passen sollte. Ansonsten muss ich mich nochmal bei Steam beschweren und bei Twitch, dass sie es nicht rüberbringen, aber das ist das Schöne dran, in der PlayStation 2-Fassung war dieses Spiel ziemlich kaputt geschnippelt. Man hatte nicht nur die Möglichkeit, die war weg, dass man eine vernünftige Auflösung einstellen kann, hatte 640x480, 4:3 Bildausschnitt, der erst hier mit der Steam-Version korrigiert wurde. So, mal sehen, wo würde ich denn gerne am liebsten hinwollen? Ich zeige dir das einfach ein kleines Mal ein bisschen, sondern auch ihr seht meinen Hauptcharakter, das ist Adol Christin, der rothaarige Adol, Adventure oder Abenteurer par excellence in jedem der bisher, wie viele sind es? Offiziell sind es 7 erschienene E-Spiele, obwohl es da mehrere Abwendungen und so weiter gibt, aber der ist immer auf einem neuen Kontinent unterwegs, auf einer neuen Insel und hackt und slayt sich durch die ganze Flora und Fauna. Und das ist das Ding, Hack and Slay, ja? Man könnte das Spiel ein klein wenig so vielleicht, wenn man das erste Mal sieht, mit so Legend of Zelda verwechseln. Das haben so ziemlich alle Ys Games mit sich gemeint. Das ist jetzt eins, was ursprünglich mal Mitte der 2000er rausgekommen ist. Deshalb hat man einen Mix zwischen Polygongrafik im Hintergrund und 2D-Figuren obendrauf. Aber Zelda ist der nicht ganz so ideale Vergleich, weil so kampfmäßig und so weiter ist es schon wesentlich dynamischer und schneller aufeinander gepackt. Und der Rätselgehalt, der ist zwar da, hier und ab muss man ein klein wenig was lösen an Rätseln und irgendwelchen kleinen Begebenheiten. Moment, den hauen wir mal kaputt, so mit Feuer. Aber der Fokus liegt eindeutig bei der Action und großen Endgegnern, die teilweise auch wirklich hart drauf sind, schwierig, bei denen man ordentlich Taktik auspacken muss, damit sie einen nicht kaputt sammeln. Und genau dit ist das Ding. Warte mal, hat er mir gerade mein Geld geklaut? Dieses Schweinchen. Ne? Und ich habe die E-Spiele schon seit den 8-Bit-Zeiten zwar immer im Auge gehabt, aber ich bin erst später dazu gekommen und habe mich in die Serie ein bisschen verschossen, muss ich sagen, weil die machen echt Spaß, wirklich, weil sie so eine fixe Dynamik haben, weil man echt fix und schnell wirklich Zerstörung anrichten kann, aber auch seine Reflexe werden gefragt und so weiter und so fort. Und Adol, obwohl der nie selber spricht, ist an sich auch eine ziemlich sympathische Socke. Ne? Es sind viele bekannte Charaktere aus dem Umfeld. Dogi, der große Muskelmann, der durch Wände durchbrechen kann, und eine Gruppe an Piraten, die beispielsweise hier in der Story auch mit vorkommen. Ach, guck mal, diese Kiste. Die hatte ich nicht gehört, da ist ein Herb drin. Damit kann ich mir 100 Hitpoints wieder zurückgeben. Und ja, das ist Action-Adventure-mäßig, richtig cooles Ding und ich hatte die Version damals auf der PS2 durchgespielt. Wie schon gesagt, die war wirklich nicht so richtig berauschend. Ich gehe mal kurz hier, ich habe mal kurz hier das Ingame gezeigt, ich lade mal meinen richtigen Spielstand, damit wir mal ein klein wenig, obwohl, ah ne, ich lade mal den Spielstand, da kann ich euch noch einen Boss zeigen, der auf mich wartet, dass ich den killen kann. Dann könnt ihr auch mal sehen, warum die so ein bisschen knufflig und knifflig sind, obwohl ich weit über Level 40 bin, so weiter. Die PS2-Version, ja, die hatte eben nicht die ganzen Vorteile, die hatte zusätzlich die Figuren, die wir hier sehen, diese 2D-gezeichneten gerenderten Figuren, wurden gegen Polygonfiguren ausgetauscht, also niedrig aufgelöste Polygonfiguren. Und das hat doch einiges vom Charme weggenommen. Dazu lief es nur mit 30 Frames, man hatte nicht so ideale, ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich Analogsteuerung war, weil das ist das Gute hier bei der PC-Fassung. Man hat richtiges Analog über das 360-Pad und kann wirklich sehr punktgenau
seinen Charakter steuern, in Gegner reinrammen, Spezialattacken machen, ne, und trifft die Sachen auch. So. Komm her, du Vogel. Ah, scheiße, der ist schon weggeflogen. Allgemein war es eben wirklich eher die nicht so tolle Fassung. Jetzt bin ich übrigens confused und meine Steuerung ist umgedreht. So muss ich, solange das vorhält, versuchen irgendwo bei Gegnern nicht... Oh Gott. Ach, ja, danke. Gleich wieder berührt. Ich könnte jetzt übrigens auch ein Item nehmen. Wo ist es denn? Item. Cures Confuse, ja. Okay, und jetzt habe ich es nicht mehr. Alles klar. Ah, jetzt habe ich es wieder. Verdammt, ich hatte doch gerade das Item genommen. Was soll denn das? Und die PS2-Version hatte eben die nicht so gut animierten Charaktere. Man hatte Contents umgebaut. Das Spiel wurde bei Konami mit dem Studio in Shanghai auf der PS2 umgesetzt, aber der ursprüngliche Entwickler Falcom hat es nicht gemacht. Und die haben komisches neues Render-Intro dazu gepackt, Sprachausgabe und Texte, die nicht so richtig dazu gepasst haben. Also es war immer noch zwar ein cooles Spiel, aber es war sehr verändert gegenüber der Fassung, die man eigentlich hätte bekommen sollen. Und das ist eben die Original-PC-Fassung, die auf 2015er-Niveau umgebaut wurde, mit 16 zu 9, mit wählbaren Sachen, mit bis zu 4K, mit 60 Frames, mit Analogsteuerung, mit einem zusätzlichen Feature, was ganz geil ist, dieses Item hier, The Wing of Alma. Das gibt es in anderen Spielen, wenn man das benutzt. Ich verwende es einmal, aber ich gehe jetzt nicht zu den entsprechenden Ortschaften hin. Wenn man irgendwo Savepunkte freigeschaltet hat, konnte man sich in anderen Games über dieses Item direkt hinbeamen. Das war in dem normalen E6 aber nicht möglich. Das bedeutet, man wollte irgendwo hin, wo man vorher schon mal gewesen ist, und musste zu Fuß das machen. Okay, jetzt muss ich mich mal erstmal konzentrieren. Auf jeden Fall weniger Gelaufe, mehr Herumwarpen gibt sehr viele Vorteile im Spiel und macht umso mehr Spaß und ist weniger langweilig. Ein optionaler Boss wartet hier auf mich. Ihr seht, unten rechts in der Ecke ist 2462 seine Energieleiste aufgetaucht und ich versuche den jetzt mal zu killen, weil der ist echt heftig. So, muss ich aufpassen, weil sobald er mich einmal berührt, 80. So. Ich muss den... Ach, scheiße. Ich muss den Stampfer hier machen. Und dann weg von ihm. Oh Gott. Bleib mir weg, bleib mir weg. So. Ah, shit, 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 shit. So. Oh nein. Der spuckt auch noch jede Menge Zusatzgegner aus. Um die ich mich separat kümmern muss. Zum Glück bin ich... Oh Gott. Nein. Man hat auch keine Sekunde Ruhe vor dem. Tausend... Oh, oh, shit. Oh nein, jetzt bin ich auch confused. Oh nein, ich bin confused. Ich bin confused. Ich bin confused. Bleib mir weg, bleib mir weg. Bleib mir weg. Bleib mir weg, bleib mir weg, bleib mir weg. Oh Gott, berühr mich nicht, berühr mich nicht, berühr mich nicht. Oh nein, 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 nein. Oh, scheiße, jetzt bin ich... Ah, nein. Jetzt bin ich rausgelaufen. Jetzt sind seine Hitpoints wieder zurück, oder? Ah, schade. Und ich bin... Ich habe nicht mehr so viele Hitpoints. Wir probieren es trotzdem, oder? Probieren wir es trotzdem nochmal. Ne, wenn ich abkratze, muss ich da Retry machen. Ich glaube, den sollte ich schaffen können, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentrieren kann. Na, wahrscheinlich nicht so. So. Jetzt hat er mich gekillt. Schön. Wenn ich auf Retry mache... Oh, habe ich wieder das hier. Okay, dann gucke ich mal, ob ich Health-Items mir dazu packen kann. Ich habe übrigens drei verschiedene Schwerter, wenn ihr unten links guckt, die ich durchschalten kann mit der Starttaste, die verschiedene Spezialfähigkeiten und alles drum und dran haben. Moment, Accessories, soll ich mir irgendwas Spezielles dann nehmen? Inventory, so. So viele gute Heil-Items habe ich auch nicht mehr. Das bringt mir natürlich überhaupt nichts. So viele Herbs. Ah, und ich will die guten Sachen. Die sind nämlich arschteuer, wenn ich die guten Potions mir haben will. So ein blaues Potion, das 300 Hitpoints wieder belebt, kostet fast 10.000 Goldstück. Ich habe zwar jetzt 90.000, aber das will ich nicht dafür ausgeben. Das ist nicht so schön. Wollen wir es mal... Nee, dann beame ich mich erstmal weg und gehe mal ein klein wenig Herbs sammeln. Ja, weil die Health-Items sind durchaus wichtig. Wenn man nicht im allerletzten Moment nochmal das machen will. Moment, ich muss hier dieses Item kurz nehmen, weil ich gehe... Dafür ist jetzt... Ah, jetzt kann ich aber auch mal den Wing of Alma, das Item hier kurz sagen. Es gibt eine gute Stelle, wo ich Herbs sammeln kann. Ich kann mich einfach mitten in einen Dungeon beamen, wo der nächste Savepunkt gewesen wäre. An den Savepunkten kann ich nicht nur speichern, sondern
machen wir es mal hier. Nicht nur speichern, sondern meine Energie einmal aufladen. Hier zwei Räume weiter sind ein paar ehemals heftige, schwierige Gegner. Die ich aber... Obwohl, war es hier so? Okay, gehen wir durch. Ah, Moment. Alter, was ist das? Was ist das für... Was ist das für einer? Hallo? Was war das denn gerade? Okay. Den hatte ich bisher auch noch nicht gesehen. Ich habe vergessen, ich brauche noch ein zusätzliches Item. Das hier. Das mir nochmal ein bisschen Beleuchtung in dieser dunklen Höhle gibt. Musste ich vorher hardcore einsammeln. So, gehen wir mal kurz durch. Wo ist denn? Ich glaube, einen Raum weiter. Da gibt es eine Stelle, wo ich super die Herbs farmen kann. Genau. Ich muss hier einmal hoch. Das ist auch ein Riesen-Dungeon. Der kommt ungefähr zur Mitte des Spiels. Und das Spiel funktioniert übrigens als Action-Rollenspiel. Auch klassisch, wenn man mal bei einem Gegner nicht wirklich weiterkommt. Und auch, es gibt durchaus Gebiete, wo man hinkommt, man ist unterlevelt. Ja, und man muss erst die vernünftigen Items finden oder anderswo seine Waffen ausbauen. Diese Gegner zum Beispiel, die sind echt schwierig. Die sind schwierig und heftig, weil die eine ganz harte Schale haben. Dazu braucht ich dieses Spezial-Item, eine Glocke, die man equipped hat. Um sie... Ach komm, nicht Diamanten brauche ich nicht. Damit ich deren harten Schale sofort weghauen kann. Solche Sachen, da muss man dann denken und eventuell ein bisschen aufleveln zwischendurch drin. Das musste man bei anderen E-Spielen nicht unbedingt. Hier ist also ein bisschen aufleveln durchaus sinnig und sinnvoll. Na? Okay. Die lassen normalerweise... Ah, warte mal, vielleicht muss ich noch ein weiteres Item mir dazulegen, denn ich nehme mal dieses Schild. Das ist zwar nicht so stark wie das, was ich habe, aber es bringt mir ein klein wenig Glück. Das Poison brauchen wir nicht mehr. Das ist nochmal ein bisschen mehr von denen. Okay. Sollte ich auch bessere Item-Drops haben, weil ich mache das jetzt hier... Ach, jetzt werde ich natürlich sofort vergiftet, klar. Ah, nein, 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 stimmt. Ich muss das tragen, weil ich habe eine Rüstung an, die mich automatisch vergiftet. Deshalb brauche ich das Anti-Gift-Item. So. Ah, genau, guck mal. Die lassen auch durchaus mal ein paar Herbs fallen. Und die will ich einmal kurz farmen. So, zwei habe ich schon. Und das... Oh, guck, Alter. So viele Kristalle und so viele Herbs, dass ich dann gewappnet sein sollte, diesen Endgegner kaputt zu zimmern. Ich hatte ihn gestern schon mal gemacht und hatte ihn so im ersten Anlauf besiegt, aber da habe ich nicht parallel erklärt und bin mit dem zwei Herbs ausgekommen. Jetzt, wenn ich parallel noch zeige und mache, bin ich mir dessen leider nicht ganz so sicher, deshalb will ich sicherheitshalber mal, ich weiß nicht, 7 oder 8 haben. Zum Glück kommt man ja relativ fix wieder dran. Diese Kristalle, die ich einsammle, das sind sogenannte Emerald Crystals. Und das sind, ja, das soll ein Mineral sein, was härter ist als Metall, was ganz spezielle Waffen ermöglicht, wenn man sie sich zusammenbaut. Okay, da war ein Herb noch dazu, sehr schön. Und diese drei Schwerter, die ich habe, Inventory, warte mal, wo habe ich das denn? Hier. Livard, Brillante und Erichil. Ich benutze gerade das Brillante, ist schon gut aufgeladen. Damit kann ich die Schwerter aufleveln. Ich brauche für den nächsten Level von meinem Level 10 Schwert 100.000 von den Kristallen und ich habe gerade 5.800. Also seht ihr, dass es so direkt nicht klappt. Aber dafür hat man hier eine gute Quelle. Guck mal, nochmal zwei Herbs. Ach, das sollte reichen, ne? Oder? Kommt vielleicht... Ah, und ich habe voll. Super. Das heißt, ich kann mich wieder zurückbeamen. Es gibt leider direkt neben dem Gegner nicht sofort ein Warp, ein Save. Deshalb speichere ich hier mal kurz ab. So, jetzt sollten wir eigentlich gewappnet sein, die Gegner weghauen. Wenn ich Gegner kaputt haue, das ist übrigens eine der Hub-Städte, es gibt zwei Städte im Spiel, bei denen man ganz viele Leute trifft, wenn ich hier reingehe und zum Beispiel, hallo, werte Markt, wie geht's dir hier in der Küche? Ja, der Meister und so weiter und so fort. Übrigens sehr, sehr cool immer. Es gibt ein sehr schönes NPC-Design, also nicht nur vom Look and Feel her, wie die Charaktere gemacht sind, sondern jede Figur, auf die man trifft im Spiel, hat einen eigenen Namen, hat einen eigenen Charakter. Also es ist nur nicht random NPC 27, der kurz sagt, ach, meine Stadt, die ist so arm, bla 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 bla, sondern
Jeder hat seine eigene Geschichte und vor allem nach jedem Großereignis kriegt jeder ein oder zwei neue Dialogzeilen dazu, ist dann in anderen Ortschaften, verändert sich vom Inhalt und so weiter her. Also es gibt wenige Games, wo die NPCs derart lebendig wirken, ne? Und es gibt jetzt nicht eine 8 Milliarden, es gibt ja auch nicht so viele Städte, sondern hier in diesem Beispiel zwei, meist in den anderen East Games, wenn überhaupt, gibt es eine, wenn es dazu passt, oder vielleicht so ein kleines Settlement, was dazu kommt. Aber die sind schön und lebendig gemacht, ne? Und es ist natürlich alles immer so eine kleine Fantasy-Story. Adol selber spricht nicht, aber steht dann immer, Adol hat sich gerade unterhalten und man sieht, was die anderen Leute sagen. Also ist alles schon ganz cool gemacht und hält einen auch ganz gut bei der Stange. So, ist das... Nee, hier bin ich nicht richtig, ne? Oder? Ist es das gewesen? Lass ich mal gucken. Ah, nee, hier kommt... Oh nein. Nee, den schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Moment. Da wollte ich doch zum anderen Boss. Da habe ich mich vertan. Ich wollte hier hinbeamen. So ist es. So, so. Hier runter. Das ist das Dörfle, wo ich will. So habe ich zwei Hitpoints verloren. So. Muss ich hier entlang. Wenn ich den Wing of Alma nicht gehabt hätte, also das, was erst mit der PC-Version hier dazugepackt wurde... von Exceed, von dem Publisher, also die es neu reinprogrammiert haben, inklusive dem 16:9 Modus und der Analogsteuerung und so weiter und so fort, dann hätte ich den kompletten Weg laufen müssen und wäre erst in 5 Minuten beim nächsten Gegner gewesen. So kann ich es in einer Minute schaffen. Also ist es schon auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel gelaufen bin in der PlayStation 2 Version. So. Rüber, rüber, rüber. Dann sollte ich jetzt gleich da sein, ne? War es hier hoch und einmal zur Seite? Genau. Einmal nach links. Da sind wir beim Boss. Auch wenn man natürlich ein paar Mal hier durchgelaufen ist, man merkt sich, wo in welcher Location wer gewesen ist. Und du klaust mir nicht mein Geld. So, ich springe aber hier rüber. Weil das will ich jetzt nicht. Da. Okay, also... Wenn ich hier abkratzen sollte, dann kann ich wieder Retry machen und ich starte ab diesem Punkt. Hoffen wir aufs Beste. So, komm her. Erstmal eine Special-Salve. Okay. Ich darf mich nicht von seinem Mund erwischen lassen. Deshalb hilft es. Alter! 100! Ein Health-Item noch dazu. Alter, was war... Nein, 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 nein. Oh Mann, ich kann mein... ich kann den Item-Bildschirm auch nicht aufrufen. Sonst hätte ich jetzt hier mir ein Item gegeben. Och komm, schon wieder? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch mit Soße. Das ist doch Quatsch. Oh, jetzt soll das... Oh. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal raus, falls ich das jetzt nicht schaffen sollte. Diese verdammten Blickgegner, ey. Okay. So. Ah, komm. Jetzt hat er mich gekillt. Ey, ich hatte den noch fast... So fies. So fies. Okay, dann gehe ich aber raus und... Guck mal, jetzt brauche ich die ganzen Sachen her, die ich mir equipped habe für die Höhle. Das hier brauche ich nicht. Deshalb gehe ich mir Prevents Confusion. So, fick dich. Hard Shells, das brauche ich auch nicht. Ich gebe mal ein bisschen das Item, was mich... Oh, Increases Experience Gain, das ist auch gut. Prevent Poison, das brauche ich. Okay, okay. Ah, warte mal, den Schild kann ich mir auch nochmal holen. Jetzt habe ich mehr Abwehr, so. Und mehr Stärke noch dazu. Jetzt zeige ich es dir mal. Dummes Schweinchen. So. So. Oh nein. Okay. Okay. Immerhin, selbst wenn die mich jetzt berühren, können die mir nicht mehr Confusion machen. Wo ist denn der Boss?
Der hat sich wohl verhakt irgendwo. Ah, der hat sich mit seinen eigenen Johnnies da verhakt. Okay. Deshalb... Guck mal, der ist da unten verhakt. Ich gebe ihm gleich mal eine gute Salve. So, ah, komm, hier, so. Sag mal, bin ich tot gerade? Scheiße, was ist gerade passiert? Oh nein, ich habe mein Special angewendet. Oh nein, es war zu früh. Oh nein, es war zu früh. Es war zu früh. So. Boah. Zum Glück, die Johnnies hier, die er ausspuckt, sind bei weitem nicht so... Scheiße. Heftig. So, warte mal. Ich habe meine Special-Energie wieder aufgeladen. Ich brauche eine gerade Linie. So. Und dann kann ich möglichst viele killen. So, 588. Okay. Es gibt übrigens für die Leute, die sich ganz firm mit den Bossen fühlen, einen neuen Modus hier, der Catastrophe Mode heißt. Bei dem es darum geht, so. Special. 3. Ich hab ihn. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, hab ihn. So. Ist auch eine Kiste erschienen. Catastrophe Mode ist quasi, dass man das Spiel, so wie die späteren Ys-Teile geworden sind, die aus dem Fulgana, was es auch auf Steam gibt, oder Ys Origins, die hatten nicht die Möglichkeit, dass man Items nehmen kann während der Bosse. Also, dass man kein Health-Item hat, was man drauflegen kann. Ich hätte den Bosskampf jetzt hier ohne Health-Item zum Beispiel nicht geschafft. Wenn man ganz firm ist, wie die Bosse funktionieren und das ohne Health-Items machen will, da wird dieser Modus eingeschaltet und man kann es immer, da wird sofort, wenn man sowas aufnimmt, eben das Crown haben wir bekommen, mal gucken, was das machen kann. Wird sofort benutzt, Health-Items, ansonsten kann man nichts damit anstellen. So, was ist denn die MLS Crown? Max HP plus 50%. Hätte ich vielleicht vorher mal gebrauchen können. No. Das wäre durchaus sinnig gewesen. Dass man das damit anstellen kann. Ja, aber da habe ich exemplarisch mal einen kleinen Boss gekillt. Das war ein Bonus-Boss. Der war auch deswegen extra heftig. Wenn ich nicht vernünftig gelevelt gewesen wäre, sondern alles nur mit... Oh, ich habe mein Confuse-Item weggepackt, oder? Da soll ich doch aufpassen, dass die mich nicht berühren. Dann wäre es durchaus schwieriger geworden. Oh, ein Schweinchen. Ah, ein Pickard. Ach, das ist cool. In der Stadt gibt es so einen Schweinezüchter. Dem sind all seine Schweinchen weggelaufen. Das ist, glaube ich, ein Bonus-Quest. Ich muss jetzt rumlaufen durch die ganze Welt und gucken, wo sich seine Schweinchen hingelaufen haben. Das ist 800 Kilometer gefühlt weg, von wo der normalerweise seine Schweinchen hält. Wie ist das Schwein denn da hingekommen bei den ganzen Bossen? Storymäßig bin ich jetzt bei einem Part. Wir spielen noch ein kleines bisschen, da soll das reichen. Da habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es funktioniert. Ich muss ein Item hier einsetzen. Die Wyvern-Medaille. In den Einlass auf dem Monument. Und da gucken wir mal, was passiert. Okay. Ich habe ein bisschen darauf befürchtet... gehofft, unbefürchtet, dass hier ein Boss ist, aber es öffnet sich eine Tür in, oh, die ruinierte Stadt von Kishgal. Okay. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Dungeons sind oft... Oh, scheiße. Alter! Okay. Da sollte ich vielleicht mal ein... Soll ich mal das andere Schwert nehmen? Hier, das Wasserschwert. Ne, das Windschwert ist es. Weil die spucken hier Feuer. Boah, das funktioniert hier überhaupt nicht. Das 19? Nee. Was ist mit dem Blitzschwert? Macht das Schaden? Doch, es macht aber weniger. Ah, also ist es egal, ob ich ein Feuer oder ein Wasserschwert nehme. Ne, Feuer funktioniert besser. Guck mal, den ziehe ich 36 pro Hit ab. Da weiß ich also, warte mal, sollte ich, welches nehme ich hier? Ich nehme das hier noch, damit ich mehr Emelas bekomme. Erstmal die Taktik absehen, weil die können dich, wenn du bei neuen Gegnern da bist und die das erste Mal bekämpfst, 0, nichts wegmachen, wenn du nicht aufpasst. Alter, normaler, okay, die muss ich wirklich stampfen. Weil normal zieht es denen nicht mal ein bisschen Energie ab.
Okay, das Special hat auch gereicht. Knifflig. Uah. Es gibt einige an Techniken, die man speziell je nach Waffe oder je nach Item anstellen kann. Was? Okay. Ach scheiße, das ist ein Boss. Ein Türenboss oder was? Okay. Ja, zum Glück ist er nicht so heftig. Puff. Boah. Ich hab sie doch nicht mal alle. Ah, aber ich bin aufgelevelt. Ich habe ein Level gerade beim Boss hinzugekommen und schon, die fügen mir nicht mehr so viel Schaden zu und ich füge denen mehr Schaden zu. Was ist mit dir? So, lass ihn mal kaputt hauen. Alter, nee, er hat mich nicht... Scheiße, oh, die haben mich doch gefangen in der Ecke. Okay, man sieht, das ist schon ein bisschen Endgame. Ein Glück, dass ich eine gute Abwehr habe und so viele Hitpoints noch mit dem Zusatz-Item. Weil das... Ah, shit. Ah. Nee, direkt am... Oh Gott. So. Direkt auf die Schneide darf ich nicht hauen. Weil sonst haut's kaputt. So. Und was sind das denn für welche? Ah, die Uhr. Alter, heftig. Nee, da gehe ich jetzt erstmal vorbei. Oh Gott. Nee, lass mich erstmal durch. Vielleicht komme ich... ich komme später zu euch zurück. Na? So, Stampfattacke ist immer gut. Hey, wieso kann ich denn die Stampfattacke nicht mehr? Was soll denn das? Ich hab's verlernt. Nee. Runterspringen. Oh, wow, wow, was ist das? Die explodieren gleich. Die explodieren gleich. Okay. Okay, also vorher killen, bevor sie explodieren. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Okay. Oh, Moment. Ah, hier sehe ich schon. Hier gehe ich erstmal nicht runter. Weil wahrscheinlich werde ich irgendwo runterfallen. Muss dann wieder durch an der Stelle. So. Okay. Special Attacke. So. Oh, eine Kiste. Machst du mal auf. Seed of Vitality. Oh, das erhöht meine Gesamtenergie, oder? Was war das? Da, genau. Plus 5 Hitpoints. Auch sehr seltene Items, dass man die überhaupt bekommt. Ich spiele nur kurz bis zum nächsten Save. Oder bis ich abkratzen sollte, was zuerst kommt. Ich hoffe, es ist der nächste Save. Nee, lass mich in Ruhe. Ich will euch jetzt nicht bekämpfen. Ah! Tu mir nichts! Alter, lass mich in Ruhe. So. Was willst du denn von mir? Ich hab dir doch nichts getan, außer dich umzubringen. Oh, und da hinten sehe ich eine Kiste. Wie komme ich denn an die ran? Ich darf sie nicht verpassen. Alter, wenn ich mal... Oh Gott. Wenn ich mal vernünftig gesaved habe. Ah, Level Up. Ja, super. Wenn ich mal vernünftig gesaved habe, mir den Dungeon nochmal in Ruhe geben. So, jetzt ist er wieder alleine da. So, ey. Der war nur heftig, weil er drumherum Johnnies hatte. Okay. Aktiviert, ja. Ist bestimmt ein Aufzug. Ja, ich kenne auch meine Pappenheimer. Ah, und da ist der Safe. Das ist doch sehr schön. Alles klar, wir gucken erstmal, was diese Kiste hat.
Alright, und wir saven einmal hier ab. Ja, ich hoffe, das ist ein guter Einblick für euch in Ys, wie Oath and Vulgana will ich immer sagen, nein, Ys the Ark of Napishtim gewesen. Ich sollte es in Bälde durchhaben. Ich werde wohl auch in der kommenden Woche im Retro-Club ein bisschen genauer auf das Game und allgemein auf die Ys-Serie und den Entwickler Falcom eingehen. Da hat sich auch potenziell Kollege TÜVs angesagt. Also wer mehr erfahren will, guckt sich dann einfach auf Rocket Beans TV Donnerstag 19 Uhr schön den Retro-Club mit vielen coolen anderen Zeug an. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.